Hier, ich gebe euch Deckung. Dein, drei Mann unterwegs. Aufpassen. Vorwärts! Ciao und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crysis 3. Bandit, ihr lenkt sie ab. Prophet, gehen wir. Okay, wir müssen also ihn hier Psycho hinterher. Verstanden, Romeo 1. Da müssen wir dich reinbringen, in den Dom. Das sieht nach Krieg aus. Der Alpha-Chef? Nein. Erinnerst du dich an die Typen, die dich in Sibirien mit Carbolts vollgepumpt haben? Die Typen, die dich für was weiß ich wie lange kalt gestellt haben? An die Typen, die mich geskinnt haben? Und die dasselbe mit dir vorhatten? Sal? Diese Typen! Ah, vergiss es. Wow. Und ich muss echt sagen, die Grafik ist Bombe. Echter Augenschmaus. Das ist Nax, Cell Security KI. Wow. Also, da muss ich wirklich sagen, Hut ab. Die Zeitschriften bzw. Internetportale, wo ich gelesen habe, dass die Grafik so bombastisch sein soll, haben nicht gelogen. Und ich muss sagen, ich spiele gerade mal auf Einstellung Mittel fürs Let's Play. Ich könnte natürlich höher schrauben, aber ich will keine Ruckler hier in dem Game drin haben. Schalldämpfer ein. Okay, dann machen wir das mal. Hier, Schalldämpfer, was haben wir denn hier noch? Ah, ein Laser, nice. Ja, cool, das ist doch geil. Wir gehen durch die Vordertür rein. Das Überraschungsmoment ist unsere einzige Chance. Niemand wäre so verrückt, das zu versuchen. Okay, machen wir mal. Tarnen wir uns mal. Erledigen wir sie leise. Die haben Eingreifteams bereitstehen. Okay. Jetzt können wir uns hier eine neue Waffe nehmen. Nice. Können wir die auch wieder upgraden? Mal kurz gucken. Jawohl, auch wieder mit einem Schalldämpfer. Wunderbar. So, und dann würde ich sagen. Wir haben alle aus dem Urlaub geholt wegen dem Chaos. Hast du eine Ahnung, oh. Wer er ist? Der Typ dann. Psst, horcht. Gib mir Rückendeckung. Okay, und jetzt wenden wir mal an, was wir gelernt haben. Da kommt einer hoch. Jetzt wird ja abgemurkst, was das Zeug hält. So. Wir markieren uns mal eben alle. Da hinten müssen wir auf jeden Fall hin. Scheiße. Verstärkung. So, wir sind wieder getarnt. So, da haben wir noch einen, da haben wir noch einen. Da sind auch noch welche und da sieht uns jemand. So nicht hier. Okay. Ah, der ist down. Tarnen wir uns wieder. Oh, ich liebe das Tarnfeld jetzt schon. Da, da drüben! Wow. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay. Schick Verstärkung. Ich bin hier ganz allein. Tja, ja, so ist das. Okay, hier müssen wir hin. Komm, und den killen wir wieder so. Haha! Okay, gut. Gehen wir. Alles klar. Haben wir hier noch was? Anscheinend nicht. Ah, hier haben wir wieder Muni. Wunderbar. Das ist nice. Dass er uns das alles so ein bisschen anzeigt. Ach. Alter. Gut, dass es kein Friendly Fire gibt. Okay, Tarnfeld können wir, glaube ich, erstmal ausmachen. Wow. Okay. Schöne Sauerei. Den hier brauchst du vielleicht. Hell yeah! Ja, mach dich zu einem unsichtbaren Killer. Krasses Teil. Gefällt er dir? Nein. Nur weil ich dir das Beste noch nicht gesagt habe. Der Bogen ist über Carbonlaser an deinen Nanosuit gekoppelt. Hat genug kinetische Energie, um ein Nashorn zu töten.
Wechselköpfe zum Abfeuern von Sprengladungen und jetzt kommt's. Du bleibst dabei getarnt. Was sagst du jetzt? Klingt nicht übel. Gut, dann lass uns gehen. Oh yeah, Baby. Und das ist, worauf ich gewartet habe. Den Imba-Bogen. Ziemlich nice auch im Multiplayer. Ich habe ja die Beta angezockt im Multiplayer. Wir sind durch Foxtrot 4 durch. Burnout scharf und bereit. Over. Und der ist einfach nur sensationell. Wie ihr seht. Okay, da ist wieder einer. Er benutzt einen Bogen. Nee, ernsthaft? Okay, mit V können wir das Ganze auch wieder stoppen. Da vorne ist er. Oh. Okay, komm. Wir machen jetzt auf jeden Fall wieder... Ah, Mist, da war ich nicht ganz getarnt. So, wo haben wir denn? Da haben wir überall Munition bzw. neue Waffen. Da kommt noch einer wieder hoch. Oh, da kommen jetzt aber ganz schön viele. Na gut, dann wollen wir uns mal tarnen und unsere Waffen wieder ausstatten. So, und da habe ich doch gerade einen gesehen. Na, was willst du denn? Komm, den Pop. Na, komm schon. So. Du bist dran. So, und jetzt wieder oben. Oh, ich liebe diesen Bogen. Ich liebe ihn einfach. Der ist jetzt schon so imbergeil. Da ist er! Oh, wie ich ihn liebe. Unsere Ressourcen sind knapp im Kopf. Wir müssen effizient. Ziel gesichtet! Wo? Willst du mich verarschen? Scheiße! Ich bin getarnt, Junge. Jetzt nicht mehr. So, jetzt aber wieder. Okay, und wir drücken nochmal B. So. Da hinten müssen wir hin. Hier ist soweit nichts mehr. Okay. Da müssen wir jetzt mal drauf achten, dass wir hier die restlichen noch ummieten. Ey, und ich möchte ganz gerne meinen Bogen wieder haben. Oh yeah! Wo ist mein Bogen? Da ist mein Bogen. Okay, wir pirschen uns leise ran. Ah, der läuft die Treppe hoch. Das heißt, das brechen wir erstmal wieder ab hier. Da haben wir doch noch einen. Hallo. Ich liebe den Bogen, sage ich jetzt. Und hier haben wir noch einen. So, auf, da müssen wir jetzt mal eben kurz ein bisschen wieder... So, warte mal, der kommt doch jetzt hier gerade, oder? Wo bist du denn? Auf der Minimap sehe ich den auf jeden Fall rumrennen. Wow. So, Feierabend hier mit dir. Gehen wir. Roger. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt hier oben hoch. Nice. Das Spiel, das gefällt mir jetzt schon. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ja Far Cry Let's Played. Das war so das einzige Spiel, wo ich gesagt habe, okay, das könnte Far Cry echt toppen. Romeo 1 hier, Romeo 2. Burnout abgeschlossen. Over. Kontrollpunkt erreicht. Wow. In der Tat. Mach auf! Wir müssen uns beeilen. Los! Ja, mach auf! Hacke Ziel mit B, wieso? Okay. Hack sie von hier. Komm schon. Ah, okay.
Gut. Was zum Teufel erwartet uns hier? Da haben wir noch das eine neue Waffe. Heimatfront. Sie haben hier etwa ein, vielleicht zwei Tausend. Und die Seth? Vergiss sie, Mann. Die Aliens sind erledigt. Das müsstest du inzwischen wissen. Ich möchte gerne deine Waffe. Okay, gibt er uns nicht. Na gut. Dann halt nicht. Dann machen wir mal den Psycho hinterher. Psycho. Okay, hier müssen wir wahrscheinlich wieder die Tür selbst öffnen. Ach, das soll wohl ein Scherz sein. Komm schon, Psycho, gehen hier. Alter. Hallo, drück sie einfach auf. Du hast mich aus dem Anzug geschnitten. Zeig mir jetzt dein Gesicht. Psycho, gehen wir. Ich finde dich. Scheiße, ich finde dich. Chill doch mal eine Runde. Man ist wach, wenn sie einen rausschneiden. Viele der Jungs sind schreiend gestorben. Herzinfarkt wegen des Schocks. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. Ach, scheiße. Komm schon. Gehen wir. Oh, ich warte nur auf dich. Okay, ich gebe dir Deckung. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Okay. Welle Bogen mit 3 aus. Mhm. Mit 3 Schuss ist das auch sehr. So, erstmal wieder alle markieren hier, dass wir wissen, wo sind die Scheiße eigentlich. Oh, da noch, da noch. Und da noch. Sonst hier noch irgendwo was? Gucken wir mal eben hier um die Ecke. Nee. Anscheinend war es das. Was ist das? Oh, 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 oh. Ah, hinter der Ecke laufen. Oh, oh. Der war knapp daneben, aber er war daneben. Aber der nicht mehr. So. Holen wir uns den Pfeil auf jeden Fall wieder. So, mal gucken. Wir müssen auf jeden Fall, denke ich mal... Ah, okay, wir haben noch andere Muni. Der Pfeil gefällt mir. So, wir fahren uns wieder. Das macht die Sache nicht einfacher. Da sagst du was Wahres. So, komm mal, wir nehmen uns jetzt auf jeden Fall mal eine etwas andere Waffe. Ja, auf jeden Fall. Wow, 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 wow. Zurückziehen und... Huhuhu. Nein, 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 nein. Okay, ich glaube, wir müssen rennen erstmal. Rennen, 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 rennen. Wow. Stirb! Wow! Wir müssen uns fahren. Geht gar nicht anders. Wir müssen ein bisschen rennen hier. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Okay, das Visier ist noch nicht so ganz so gut. Lad nach! Oh, hier war noch einer. Okay, wir tarnen uns mal lieber. War hier nicht gerade noch einer? Ach, egal. Wir haben es so weit geschafft. Scheiß Heli, ey. Krass. So, liebe Freunde. Jetzt geht's weiter hier. Oh Gott, wir müssen wieder hacken. Gut, haben wir geschafft. Puh. Warte, ich bin gleich da. Kriegst du das von deiner Seite aus wirklich hin? Vergiss es! Ich brauch keinen scheiß Taucheranzug!
So, hier können wir nichts nehmen. Was haben wir denn hier? Oh. Müssen wir wieder was hacken hier, oder? Ein bisschen Energie wäre nice. Aber na gut. So, was haben wir hier noch? Haben wir eine Waffe wie eine neue? Ah ja, okay. So, können wir damit auch irgendwas machen? Ah, Visier nur auswählen, okay. So, wollen wir mal hier durch. Kontrollpunkt erreicht. Geh weiter, wir treffen uns weiter vorne wieder, okay? Roger. Rücke vor. Ups. Halt! So, komm. Und jetzt markieren wir uns mal wieder ein paar Ziele hier. Ich da kommt gerade einer hoch. Den müssen wir erstmal killen hier. Oh, und die Waffe ist nice. Okay, so, da haben wir noch was. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch was. Mal hier noch durch. Oh. Na, dann komm mal ran hier. Klar kann ich das. So, wir drücken noch mal B. Vielleicht kommen hier ja noch andere, die wir noch nicht markiert hatten. Da liegt eine Waffe. Jawohl, da ist nämlich noch einer. Da ist auch noch einer. Und da. Gut. So, können wir das wieder schließen. Und uns wieder tarnen. So, wir jetzt taktisch vorgehen am besten. So weit wie möglich zumindest. Energie sieht noch ganz gut aus. Oh, sobald wir schießen, gehen wir auch raus aus dem Stealth. Um zu wissen. So, jetzt müssen wir gucken, gehen wir unten her oder oben. So. Müssen wir auf jeden Fall da hinten, denn ich denke, das ist dann ganz gut, wenn wir hierher gehen. Vorne haben wir da auch noch einen. So, den nehmen wir uns erstmal vor. Laden einmal nach. Okay. Du Idiot. Oh. Ups. So, neue Waffe, neues Glück. Gucken wir mal, wieder ein Schalldämpfer drauf. Hier haben wir noch nichts. Gut, so. Aber warte mal, das Visier, das mag ich noch überhaupt nicht. So, der müsste hinüber sein. Okay. Wir sind auf jeden Fall durch. Können wir hier schön weiterlaufen. Jo! Liebe Freunde, und ich würde sagen, hier machen wir einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!